Es ist für alle Beteiligten ein wichtiger Moment, denn dort, wo einst das Barlewer Sportlerheim stand, ist jetzt eine freie Fläche, die nur darauf wartet, bebaut zu werden. Und das hier ist der symbolische Spatenstich im doppelten Sinn symbolisch, denn zum einen wird hier nicht mit dem Spaten, sondern mit schwerer Technik angefangen und zum anderen sind die Herren auch gar nicht in den planierten Boden vorgedrungen. Also ich muss sagen, heute Morgen bei dem Spatenstich hier am Anger klopft mein Herz ein Stück höher, weil ich mich freue, dass es vorwärts geht, weil ich mich freue, dass wir, ich sag mal, diese neue Etappe, dass man endlich was sieht, dass eine Mauer errichtet wird, ein Gebäude, ein Rohbau, dass wir da endlich auch was zu sehen bekommen und zum Anfassen. Das hier ist die Ansicht des zukünftigen Sportlerheims von Norden. Ob an die Wand wirklich dieses Motiv kommt, muss erst noch entschieden werden. Und das ist der Grundriss, aus dem sich die zukünftige Einteilung erkennen lässt. Wir haben insgesamt ja 600 Quadratmeter Nutzfläche. Größtenteils ist es ja ein Sportlerheim, umkleiden, 6 Stück an der Zahl, aufgeteilt für Männer und Frauen. Weitergehend dann Konferenzräume, die mit untergebracht sind, auch die Gastro, natürlich als Sportlerheim nicht zu vernachlässigen, ist dorthin integriert. Ganz genau, also wir haben die Planung jetzt gemacht, sind auch insgesamt mit dem Bauvorhaben betreut, heißt also bis zur Leistungsphase 8. Planung, Ausschreibung, Ausführungsplanung ist ein Zwischenschritt und natürlich dann auch die Bauüberwachung. Was hier wie Zukunftsmusik klingt, ist ein ordentlich durchfinanziertes Projekt, das in Kürze begonnen und auch planmäßig fertiggestellt werden soll. Also wir werden mit unseren Leistungen am Montag nächster Woche beginnen und so Gott will und das Wetter mitspielt und die Materialsituation alles ganz normal läuft, wollen wir im Mai mit dem Rohbau fertig sein, sodass dann die weiteren Ausbaugewerke erfolgen können und somit planmäßig das Gebäude hoffentlich fertiggestellt wird. So warten nicht nur die Mitglieder des FSV Barleben auf ihr neues Sportlerheim, sondern auch die verschiedenen Gästemannschaften werden den zukünftigen Komfort, der hier entsteht, zu schätzen wissen.